Wieder. Wunderbar, einen wunderschönen Nachmittag, Abend. Herzlich willkommen zu den IT-Fails, beziehungsweise wie es im Titel heißt, die unterhaltsamsten österreichischen IT-Fails der letzten Jahre und was wir daraus lernen können. IT-Fails finde ich ein bisschen praktischer. Disclaimer, dieser Talk basiert nur auf öffentlich zugänglichen Informationen. Ich habe keine Internas verwendet, ich habe keine Dinge, die mir sonst irgendjemand erzählt hat, verwendet, nur alles belegbar. Ich habe natürlich Vermutungen und Interpretationen drinnen, die basieren auf dem, was ich in den letzten 40 Jahren mit Computern gelernt habe. Wenn das nicht korrekt sein sollte, ist das natürlich meine falsche Interpretation und nicht das, was irgendwelche Pressesprecher oder sonst irgendwas gesagt haben. Nur damit wir da mal klar sind. Ich versuche auch die Fakten, die Aussagen von meinen Interpretationen zu trennen, damit ihr ein bisschen Überblick habt, wer jetzt was denkt und sagt. Ein ganz großes Danke muss ich sagen, zum einen natürlich an die Linux-Tage, die Orga und die Engel, die da Video und Recording machen und die ersten Talks sind schon online zum Anschauen im Media CCC. Der Futureson und der Barbara Wimmer und dem Musayen Al-Youssef und dem Andreas Proschowski vom Standard. Die haben ganz, ganz viel zusammengetragen. Ich habe ganz viel von deren Arbeit partizipiert. Dem Orf.at, weil er seine schriftlichen Newsartikel nicht nach 7 Tagen offline nimmt. Das war auch sehr hilfreich. Meistens halt ein schlechtes Beispiel, aber das sehen wir noch. Und ganz, ganz vielen lieben Dank auch an verschiedenste meiner Twitter-Follower, die mir auch immer wieder Links, Tipps, interner oder sonst was geschickt haben. Wie gesagt, interner habe ich jetzt hier keine drinnen. Aber es hilft meistens dann, um das Gesamtbild zu verstehen. Prinzipiell, nachdem hier Tischchen sind, eine Warnung. Das ist ein Facepalm-Talk, hohe Facepalm-Frequenz, ich warne. Wer stattdessen, Facepalms sind gut. Wenn ihr stattdessen dazu tendiert, mit dem Kopf gegen den Tisch zu schlagen, legt euch vielleicht jetzt einen Pulli, einen Hoodie hin, eine Jacke. Es könnte sonst schmerzhaft werden. Seriously. Das Ganze ist ein 3,5 Slides pro Minuten-Talk. Also falls jemand Probleme hat mit flimmernden Bildern oder sonst irgendwas, Vorsicht. Wie gesagt, wir befinden uns auf den Grazer Linux-Tagen. Der Hashtag für diesen Talk ist für diesen Event und diesen Talk ist GLT22. Mein Name ist Leira. Ich höre auf Leira, ich höre auf Martin. Manchmal, wenn die Menschen lieb sind, auch auf Hey, du da vorne. Die Slides und die komplette Linkliste mit allen meinen Links und Referenzen und Quellen und sonst irgendwas gibt es dann im Anschluss auf meinem Blog und auch im Eventfahrplan. Das heißt, sowohl die Slides als auch die ganzen URLs etc. gibt es. Ihr braucht nicht abfotografieren, ihr braucht nicht mitschreiben, ihr könnt euch zurücklehnen und wundern. Ja? So, nachdem wir das, ja, was vielleicht noch so. Ich mache seit 40 Jahren IT, ich habe auch viel mit Behörden zu tun, das merkt man daran, dass ich keine Haare mehr habe. Und es war auch jetzt so ein bisschen ein Aufarbeiten der letzten Jahre, was ich mit diesem Slide-Deck hier gemacht habe. Nachdem ich jetzt ein bisschen was über mich erzählt habe, hätte ich auch gern ein bisschen was über euch gewusst, weil es ist immer gut, sein Publikum zu kennen. Gibt es hier codeschreibende Personen, Entwickler, Entwicklerinnen? Okay, gut. EDV-verwaltende Personen, Systemadministratorinnen, Administratoren. Okay, ich bashe euch alle, also es ist ganz wurscht. Gibt es End-User? grüß euch. Keine Angst, das ist ein ganz entspannter Talk. Es kommt relativ wenig Technik vor. Wenn sie vorkommt, versuche ich sie zu erklären. Wie gesagt, ein entspannter Abschlusstalk. Mit den ganzen Präambels jetzt einmal herausgenommen, würde ich sagen, gehen wir in medias res. Adressieren wir den Elefanten im Raum, den Elephant in the Room, beziehungsweise das Thema, an das alle denken, wenn wir jetzt in den letzten Jahren an IT-Fails denken. Mit 30.11.2020 startete etwas völlig Neues in Österreich. Mit dem Kauf aus Österreich erhalten heimische Händlerinnen und Händler eine neue E-Commerce-Plattform für einen digitalen, regionalen Einkauf und um den österreichischen Online-Handel zu stärken. Das war aus der Original-WKO, also Wirtschaftskammer Österreich, Aussendung. Und in dem
Also es geht so weiter. Was ich vielleicht auch noch kurz sagen muss, es gibt ja hier die Open Source Experts Group von der WKO, die sind jetzt bei all dem bitte immer ausgenommen. Das sind ganz liebe, tolle Menschen, die tolle Sachen machen, tolle Projekte unterstützen und tolle Lösungen bauen und versuchen zu bauen. Die nehmt ihr jetzt bitte immer geistig da aus. Ja? Also, Kaufhaus Österreich, ein rot-weiß-roter Online-Händler, eine Meta-Plattform, die hier vom Wirtschaftsministerium, von der Wirtschaftskammer Österreich geschaffen wurde, mit dem Ziel, den Onlinehandel zu stärken und die Regionalität mit dem Digitalen zu verbinden. Eine Meta-Plattform. Ja, welcher Nicht-Techniker, welche Nicht-Technikerin versteht das? Was ist eine Meta-Plattform? Ne? Sind wir jetzt dann alle bei Facebook, also Second Life 2, Third Life oder wie es immer heißt. Und was zum Teufel sind rot-weiß-rote Online-Händler? Laufen die dann mit Masken herum so, oder müssen die sie anmalen? Oder haben die alle eine rot-weiß-rote Karte? Also sind Nicht-Österreicher? Ja. Man weiß ja nicht. Also quasi Menschen, die einen Aufenthaltstitel für Drittstaatenangehörige haben, wie es offiziell heißt, die als Fachkräfte in Österreich arbeiten möchten. Ich meine, wird irgendwo Sinn ergeben, weil IT ist ja ein Mangelberuf, aber ja, also das Problem ist, ich komme hier vom Hundertsten ins Tausendste, wir werden hier ein paar Mal abgleiten, aber ja. Und zu dem, apropos abgleiten, zu dem zweiten Zitat, das mit dem Onlinehandel stärken und der Regionalität, hätte ich auch eine Anmerkung. Als Gen-Xer muss ich da natürlich die Declaration of Independence of Cyberspace zitieren, beziehungsweise anführen, wo John Barry Barlow damals ja schon gesagt hat, 97, früher, Cyberspace does not lie within your borders. You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you create the wealth of our marketplaces. Das heißt, er hat hier damals eine ganz klare Trennung zwischen dem alten Offline quasi und dem neuen Online gezogen. Den heimischen Onlinehandel zu stärken und die Regionalität mit dem Digitalen zu verbinden. Das sind jetzt Zitate, die kommen nicht von einem Boomer. Ja? Also, die Frau Schrambrück ist ein 70er-Jahrgang, Tamara ist ein 73er-Jahrgang. Die sind so alt wie ich. Ja? Und verzapfen das. Ich verstehe es nicht. Ja? Ich meine, apropos Boomer, Anmerkung zur Anmerkung. Boomer sind in den USA die Menschen, die zwischen 46 und 64 geboren wurden. Hierzulande zwischen 1956 und 1969. Das heißt, ich bin knapp kein Boomer mehr. Das sind Okay-Boomer, ja? Also ohne denen hätten wir weder WWW noch Internet. Ja? Also das ist nicht Okay-Boomer, sondern Okay-Boomer. Gut, Anmerkung. Zurück zur WKO. Kauft regional, das geht auch digital. Also diese Texte sind so herrlich. Innerhalb kürzester Zeit hat also die komplette österreichische Händlerlandschaft auf E-Commerce gesetzt und neue Online-Shops gebaut. 2022! Wo ist meine Papiertüte? Ich brauche jetzt eigentlich 5 Minuten Atemtraining. E-Commerce und E-Business waren bitte die heißen, also für die Jüngeren unter euch ein bisschen Geschichtslektion, E-Commerce und E-Business waren die heißen Themen in der zweiten Hälfte der 1990er, letztes Jahrtausend. Ja? Aber wir sind jetzt ganz stolz darauf, dass jetzt unsere Händler auf E-Commerce setzen. Nur um das zu unterstreichen, 1997 haben Ogilvy und Mate die E-Business-Kampagne für IBM erstellt. Ja? Amazon wurde 1994 gegründet, hatte 1997 seinen IPO. eBay 1995 gegründet, Willhaben 2006, ja? Shopify 2006 ebenso. Ja? Aber das Kaufhaus Österreich hat uns jetzt dann alle gerettet. Und wir hatten ja dann auf Twitter auch viel Spaß mit dem ganzen, mit der ganzen Aussendung. Also wenn man sich nämlich dann einmal so ein bisschen durchgeklickt hat durch diese ganzen Shops. Also der Jürgen Haslauer hat dann so Sachen von sich gegeben, eben wie, naja, schaut eher aus wie aus den 90ern. Wir sind jetzt da, wo Amazon 1997 war. Oder es sind Händler, die dann wieder auf ihren Amazon-Online-Shop verlinken, weil wir wollen ja den lokalen Handel. Jo. Aber
Wie gesagt, lasst uns mal die OTS fertig lesen, weil wir sind noch lange nicht fertig. Also Original Text Service ist ein Service von der APA, wo halt die WKO zahlt und dann wird das Zeug publiziert und bleibt für immer online, was super praktisch ist. In der zweiten Hälfte dieser Aussendung hat dann die WKO nämlich auch blitzartig in der Kommunikation gewechselt. Anstatt also quasi den Endkundinnen und Endkunden anzupreisen, wie toll dieses Kaufhaus Österreich nicht ist und was man jetzt dann für die Oma und Tante und sonst irgendwas alles besorgen kann, wechseln sie auf einmal kontextlos, ohne Vorwarnung, auf die Kommunikation mit ihren Mitgliedern und Händlern und erklären ihnen, ja, du bist doch eh schon Pflichtmitglied in der WKO, daher bist du auch, hast du auch deinen Pflichtertrag im Firmen-A bis Z der WKO, dann setz doch einfach ein Hackerl und dann bist du auch im, im Marketplace, also im Kaufhaus Österreich. Jo, also verwirrend ohne Ende und das hat sich auch dann durchgeschlagen, weil was in einer OTS oder in einer APA-Aussendung steht, wird dann von den Medien auch gerne übernommen und damit war dann die Verwirrung vorprogrammiert. Hurra! Auf die unteren zwei Punkte gehe ich dann auch gleich noch einmal ein, aber es hat eben nicht nur die WKO OTS hinausgeblasen, sondern auch die ÖVP war recht fleißig und der ÖVP-Parlamentsclub hat dann an alle Konsumentinnen und Konsumenten appelliert, doch bitte die österreichischen Betriebe und Unternehmen zu unterstützen. Weil, jo. Und auch hier wieder, was ist bitte eine rot-weiß-rote Plattform? So dieser Patriotismus in den Aussendungen war irgendwie ein bisschen sehr... Jo. Es gab dann übrigens, wie gesagt, ich muss ja auf meinen Slide-Dings kommen, noch eine OTS-Aussendung von der WKO, in der sie gefeiert haben, dass sie jetzt eben die neue E-Commerce-Plattform anbieten und die von ihren Mitgliedern und Mitgliedern kostenlos genutzt werden kann. Und in Sachen Qualität schlagen österreichische Unternehmen große internationale Konzerne um Längen. Das gilt offline wie online. Also offline ja, da fallen mir durchaus ein paar ein. Bei online müsst ihr jetzt wahrscheinlich länger nachdenken, aber das können wir dann vielleicht im Anschluss, wenn euch was einfällt. Die meisten sind mittlerweile schon verkauft und sind daher keine österreichischen Unternehmen mehr, also die gut waren. Jo. Na gut, aber mit dieser OTS ist jetzt unsere Bingo-Karte einmal voll und wir können uns eigentlich einmal auf dieses zentrale WTF schmeißen. Das war nämlich gerade damals, wie es gelauncht wurde, also veröffentlicht wurde, eben diese Schieflage. In der einen OTS schreiben sie, das Kaufhaus Österreich ist eine virtuelle Auslage und in der anderen OTS die neue E-Commerce-Plattform. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da, wo ich herkomme, ist eine E-Commerce-Plattform etwas, wo ich einen Webshop habe, wo ich irgendwie Inventory habe, wo ich ein Shipping habe, wo ich Zahlungsabwicklung habe, wo ich einfach so, ne, so. Gibt es doch ein paar SAP und noch ein paar, vielleicht nicht die beste, aber funktioniert, naja, okay, gibt es. So. Was ist es jetzt? Ne? Und das war ja auch das, worum es sich dann gedreht hat, also abgesehen von der schlechten Datenqualität, der schlechten Implementierung und der generellen mangelhaften Ausführung. Was ist es jetzt? Ist es eine Auslage oder ist es eine E-Commerce-Plattform? Anyways, oder war es? Entschuldigung, ist ja eigentlich falsche Zeit. Ne? Das ist jetzt kein Beamer-Fehler. Das Bild ist direkt von der Seite. Das Logo ist unscharf. Seriously. Ja? Photoshop 101? Das kriegt man sogar, also, das kriegt man sogar mit dem GIMP zusammen. Besser. So. Das Schöne war dann, der Webshop hat also... Wie gesagt, für uns auf Twitter war das Kaufhaus Österreich super, weil du gibst TV-Gerät ein und kriegst Grillsysteme angeboten oder an Boots und Elektromotor. Ja, also, passt. Spielzeug führt zu Bio-Hundezubehör aus Naturmaterialien. Ich meine, no King-Shaming, aber unter Spielzeug verstehe ich was anderes. Aber... Und also Spielekonsolen, so Xbox oder so irgendwas, hast du auch nicht gefunden, außer die Lebensmittelhändler, die beim Suchergebnis Spielekonsolen aufgelistet werden, haben dann vielleicht auch die Xbox unterm Tresen oder so, ne? Vom LKW gefallen. Im Standard gab es dann eine schöne Glosse vom Sebastian Fellner. Der hat Bücher ins Suchfeld eingegeben, weil als intellektueller, geistig, halbwegs fitter Mensch, schenkt man doch gerne Bücher, das war vor Weihnachten, Bücher. Gefunden hat er mit Bücher
ein Gadget-Shop, also so Gimmicks, so Manager-Spielzeug für den Tisch, ne, so Kugeln, ferngesteuerte Modellautos, Flugzeuge und Hubschrauber. Funktioniert hat es dann, wenn er die richtige Kategorie ausgegeben hat, die halt der WKO-Strukturierung entspricht, weil dann bist du in der Fachgruppe, das sind alles solche Namen. Und dann finden wir auch Buchgeschäfte. Und mitten in den Buchgeschäften dann ein Nah und Frisch in Sinnabelkirchen und ein Alpakahof in Schrattenbach. Ich meine, Amazon will mir, wenn ich eine Waschmaschine kaufe, dann 3 Monate lang noch eine Waschmaschine verkaufen. Also ist auch nicht viel besser, aber trotzdem. Aber ein Zeichen, dass du es wirklich, wirklich, wirklich kann man jetzt nicht sagen, verbockt hast, so, das war das richtige Wort, ist, wenn das Amt der niederösterreichischen Landesregierung dir über eine OTS ausrichten lässt, dass es bei deiner Plattform Kauf aus Österreich einen Verbesserungsbedarf orte. Aber neben dieser ganzen Häme, und es war natürlich super lustig und so weiter, gab es ja auch durchaus relevante und mein Anspruch an den Talk war jetzt nicht nur einfach eine Dreiviertelstunde zu ranten und für ein paar Lacher zu sorgen und den Popcorn-Absatz anzukurbeln, sondern ich habe schon einmal gedacht, na wenn, dann sollte man da vielleicht ein bisschen, was kann man daraus lernen oder was kann man da vielleicht mitnehmen oder was können wir alle besser machen als die Bundesregierung. Okay, die Latte so niedrig wollte ich die Latte nicht legen, aber es gab dann die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, die erneut darauf hingewiesen haben, dass das Kaufhaus Österreich auch wieder ein Government-Online-Angebot war, das für 20% der Bevölkerung nicht nutzbar war. Weil auch hier wieder die Entwicklerinnen und Entwickler auf die Accessibility gepfiffen haben. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Zeitfaktor und das musste schnell gehen. Und trotzdem, also liebe Entwicklerinnen und Entwickler, lernt zu sagen, nein, wir müssen damit hinausgehen. Und wenn Sie sagen, nein, es muss trotzdem jetzt ohne rausgehen, dann pocht wenigstens auf einen Plan, wann es nachgerüstet wird. Ja? Wir haben 2022, das sollte mittlerweile eine Selbstverständlichkeit sein. Ihr solltet das Tooling dafür haben, ihr solltet das Wissen dafür haben. Wenn nicht, geht zu euren Vorgesetzten und holt euch die entsprechende Ausbildung und Schulung und Unterlagen. Ja? Es gibt nämlich auch sowas wie das Webzugänglichkeitsgesetz von 2019. Das ist die österreichische Umsetzung der EU-Richtlinie 2016 aus dem Jahre 2012 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Also wenn ihr im öffentlichen Bereich arbeitet, das sollte, müsste umgesetzt sein. Ja. Davor gab es das E-Government-Gesetz, wo das auch schon drinnen stand und für Business-Websites gibt es auch entsprechende Gesetze. Also es ist nicht nur eine gute Idee, it's the law. Ja? Und wenn ihr schon Code is Law wollt, dann macht es wenigstens aus dem Law auch Code. Ja? Aber was haben die Römer jemals für uns getan? Also Mara und Schramböck eigentlich. Ne? Bisschen. 627.000 Euro Steuergeld verblasen oder Zwangsabgabe, also wenn die WKO mitgezahlt hat, alle Unternehmen haben da brav mitgezahlt, hurra. Das Ganze wurde vom LFRZ, also vom Landforst- und Wasserwirtschaftlichen Rechenzentrum, das mittlerweile, soweit ich weiß, zum BRZ, Bundesrechenzentrum, gehört, umgewickelt. Die Accenture und die HPC Dual Österreich GmbH haben als Subunternehmen auch mitgearbeitet. Die HPC hat noch Mimimi zu, wir haben hier nur Trainingsmaterial und Videos dafür gemacht und tralala, verdient haben es trotzdem gut dran. Nachdem es dann gelauncht war und der Pressetermin mit Fotos und so weiter gemacht wurde, ging das Gerangel dann los, so, ja, wer betreibt denn das jetzt? Na, wir wollen es nicht, na, wir dürfen es nicht, aber wir wollen es nicht, aber wir dürfen es nicht. Und eigentlich mag die Plattform auch niemand und warum können wir es nicht eigentlich abdrehen? Jetzt ist es eine Seite mit einem Ratgeber für Unternehmen zur Einrichtung eines Webshops. Amazon 1997. Ja. Lerneffekt. Es braucht bei einem Projekt klare Ziele. Wir bräuchten eigentlich Inhouse-Kompetenzen und auf diese Inhouse-Kompetenzen, und damit meine ich jetzt Entwicklerinnen, Entwickler, Projektmanager, innen natürlich auch und auch die Systemadministratorinnen und Administratoren.
wir brauchen mehr davon. Weniger Consulting, mehr Inhouse-Wissen, das dann auch gepflegt und im Haus bleibt. Weil dann kann man das nächste Projekt besser machen. Ja? Betriebsfragen vielleicht klären, bevor man live geht, wäre auch so. Das fällt so in die Kategorie No Deployment on Friday. Ne? Außer man kann es. Ja? Die klare Außenkommunikation, da haben sie auch komplett versagt. Und Accessibility habe ich eh schon gerantet. So, jetzt haben wir 20 Minuten durch. Jetzt dürft ihr mal kurz durchatmen. Es gab ja noch mehrere lustige Projekte. Kann sich noch wer erinnern? Also nicht Österreich schimpft oder Österreich sauft oder die anderen Projekte, die es da gab. Das war 2021, länderweite Aktion, um sich für die Corona-Schutzimpfung voranmelden zu können. Also haben wir uns in Österreich gedacht, okay, also die letzten 30 Jahre haben wir eigentlich mit zentralen Lösungen sehr gut gefahren. Jetzt probieren wir es einmal so wie Deutschland. Wir machen jetzt mal einen auf föderal und lassen jedes Bundesland für sich werken. Ne? Weil was kann da denn schon schief gehen? Aber wie beim Kaufhaus Österreich starteten die Probleme schon mit der Domäne. Also Punicode, Umlaut-Domains, also IDN-Domains, kann man schon machen. Mit dem OE geschrieben, gehörte damals noch jemandem anderen, mittlerweile gehört beides dem Gesundheitsministerium. Ja, aber ja, geht. Aber Zielgruppe, das war so ein kleiner Lacher, prinzipiell konnte ich damit leben. Zielgruppe war Österreich, kann man davon ausgehen, wenn man jetzt nicht gerade der Karl ist oder der Miro, dass die Leute ein Keyboard mit Umlauten haben, passt. Ja, ja. Außer du schickst E-Mails und denkst nicht dran. Also noreply@xn-österreich-tested-lwb.at. Ja, das filter ich auch in den Spam-Folder. Ne? Obwohl es eigentlich das Testergebnis ist. Ne? Ja, wieder mal wäre nicht mitgedacht. Das zweite Problem mit der ganzen Seite war, also mit Österreich impft, dass das halt dann nicht nur Österreich, das Rote Kreuz und Österreich impft und das Gesundheitsministerium wussten, dass du dich für eine Impfung interessierst, sondern eben auch Amazon, Google, Microsoft, CloudFront, UB Analytics, Unbounce und wahrscheinlich dann dahinter noch einmal 5 weitere Dienstleister, dass du dich jetzt für ein Gesundheitsthema interessiert. Und Gesundheitsdaten oder gesundheitsbezogene Daten sind ja, wenn ich mich so richtig erinnere, kaum schützenswert, oder? So Datenschutzgrundverordnung und so. Komme ich gleich dazu, wait for it. die FutureZone hat sich das dann einmal genauer angeschaut für Österreich impft. Alle die Seiten mit den X-Lern setzen alle Google Recapture ein, um ihre Seite zu schützen. Ja? Das heißt, ein Großteil sowohl der Österreich impft als auch Österreich Testseiten hatten eben Tracking oder sonstige Tracking, User Analytics, also sprich, wie klickst du durch die Seite, wie bedienst du die Seite, Schriftarten und andere Dinge zu größtenteils US-Anbietern eingebunden. Diese Daten, wenn man sich nämlich dann deren Impressum und AGB ansieht, diese Daten dann nehmen und weiter aggregieren und weiterverkaufen. So. Weil man kann dich ja identifizieren, ne? So prinzipiell mit einer IP. Ne? Wenn ich jetzt ein Font-File oder CSS-File oder JavaScript-File von Testic hole, dann weiß Fontastic, wer ich bin, üblicherweise. Komme ich gleich dazu. Wie gesagt, das Ganze hat sich durch fast ganz Österreich gezogen. Es gab ein paar löbliche Ausnahmen. Aber schauen wir uns die Nicht-Ausnahmen an. Also Land Österreich. Das Recapture dient ausschließlich zum Schutz der Website und von allen Nutzern eingegebenen Daten vor Hackerangriffen. Ah ja, okay. Weil es gibt ja sonst keine Möglichkeit, gegen DDoS oder gegen zu hohe Abruffrequenz oder so zu schützen. Da geht nur Recapture. Das Problem bei Oberösterreich war, die haben das Recapture zwar auf der Seite gehabt, haben sich aber die Zustimmung für die Nutzung des Recaptures erst nach Abschicken der Daten eingeholt.
Also also es gab dann ein paar Datenschutzjuristen, die gemeint haben, so das ist Epicenter von Epicenter Works in dem Fall, die gemeint haben, so das ist jetzt keine gute Idee und ihr wollt das vielleicht überdenken. In Niederösterreich ist Recapture einfach berechtigtes Interesse. Ja? So, berechtigtes Interesse, back, zack, bumm, passt schon. Nämlich auch wieder zur Sicherheit der Webseite. Weil Rate Limiting oder sonst irgendwas, Monitoring, kennen wir alles nicht. Ne? Ich meine, Niederösterreich war insofern super, die haben sich nämlich gleich durch eine Content Security Policy die auf dem eigenen Server gehosteten JavaScripts gleich einmal rausgeschossen, eine Zeit lang. War auch sehr amüsant. Kompetenz, so wichtig. Tirol hat die Problemstellung erkannt. Danke. PR-Floskel Nummer 7826. Hier hat man aber dann eben auch vergessen, den Google-Dienst in den Datenschutzerklärungen überhaupt einmal aufzuführen. Und sie haben versprochen, dass sie es baldmöglich nachholen. Jo, eh. Na? Tirol. Kärnten. Kärnten. Meine Überschrift ist falsch, der Text drinnen stimmt. Fix ich, wenn die Slides online gehen. Danke. Mitarbeitsplus. Ich habe heute keine Mannerschnitten zum Werfen mit, sorry. Nein, wir fangen jetzt nicht an, Sachen herumzuwerfen. Keine gute Idee. Vorarlberg, natürlich gibt es Alternativen und wir hätten es besser machen können, aber der enorme Zeitdruck, Sie müssen schon verstehen, ne? Und wir wollten ja auch schnell hinauskommen damit. Und Google ist halt, den kennt man halt und das funktioniert. Und unsere zwei Entwickler, ich vermute, das sind DevOps-Menschen und die dürfen das dann auch noch betreiben, die Armen. Entschuldigung, Entwicklerinnen, wir wissen es nicht. Also die Person in dem Interview hat gesagt, Entwickler, ich nehme das jetzt mal so hin. Aber, weißt du, Zeitdruck, okay, mal schnell raus und dann bessern wir nach. Ja, ne? Mhm. Haben sie auch nicht. Jetzt haben die aber... Und das sind so die Dinge, ich verstehe es nicht. Ja? Es kommt auch so überraschend. Ne? Und das ist das Problem, warum du vorhin gefragt hast, wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass die DSGVO und vorher auch bereits vorher das Datenschutzgesetz eben gewisse Regeln aufstellen, die eingehalten werden müssen. So zum Beispiel, ich brauche zuerst die Einwilligung, dann darf ich die Daten nutzen. Ja? Papa darf ich Eis, muss kommen bevor Eis. Ja? Dieser Satzverb. Ja. Was ist jetzt dieses Recapture? Dieses Recapture ist eigentlich ein Service von Google, das um quasi festzustellen, handelt es sich hier um eine legitime Benutzung dieser Seite, sprich, ist das ein Mensch, der da jetzt arbeitet, oder ist das ein Bot, ein Skript, ein Toaster, der versucht, Daten abzurufen? Die erste Version war dann so mit Text, also Bilder, zerrissene Bilder zu erkennen. Da haben sie dann irgendwann gemerkt, dass die Bilderkennung besser geworden ist und die Bots die Bilder besser erkennen können als die tatsächlichen Menschen. Und dann haben sie eben auf dieses Recapture umgebaut. Und dieses Recapture basiert darauf, dass Google deinen Netzwerktraffic kennt, weiß, von welcher Seite auf welche Seite du gehst, wo du die letzten Tage, Stunden, Wochen warst. Und wenn es diese Informationen über dich hat, dann bist du ein Mensch und kein Bot. So, auf das läuft schlussendlich hinaus. Ja? Das heißt, es muss mal deine IP-Adresse kennen, hat vielleicht noch einen Google-Cookie von dir und wenn sie dann quasi über diese und andere Parameter dich eindeutig identifizieren können, vielleicht noch nicht mit Namen, aber sie wissen, das ist wieder der User 7826. Ja? Millionen, whatever. Das heißt, wir sind, wenn wir dagegen nicht Maßnahmen ergreifen, für Google eindeutig identifizierbar und das nutzen sie für Recapture. Und ich persönlich finde das nicht sehr begrüßenswert, dass sie eine Bundesbehörde oder eine Landeswebsite einen Dienst benutzt, der darauf basiert, dass ich von einem US-amerikanischen Datenhandelskonzern analysiert und eingeordnet werde. Aber es ist ja alles kein Problem, weil Google schwört, dass sie die Daten nicht benutzen, um Personalized Advertising zu machen. Und da ist auch wieder, ich war lang genug im Journalismus tätig, dass ich auf diese Phrasen mittlerweile anspringe. Sie definieren ganz genau, was sie nicht machen.
Sie schreiben nicht, wir nutzen die Daten nur für Recapture. Das steht, das haben Sie nie gesagt. Sie sagen nur, Sie machen kein Targeted Advertising damit und lassen sich damit alle anderen Nutzungen offen. Für mich riecht das schlecht. Aber your mileage may vary, mein Talk, meine Schlüsse. Dazu kommt, jetzt kann man natürlich sagen, sorry, wenn ich jetzt so ein Recapture load oder wenn ich einen Font von Fontastic hole oder wenn ich ein JavaScript von JR Deliver oder sonst irgendwo hole, die haben ja nur meine IP-Adresse. Ja, aber die IP-Adresse ist mittlerweile ein personenbezogenes Datum. Da gibt es ein EU-Gerichtshof-Urteil dazu. Und damit ist es besonders geschützt. Und damit dürfen sie es eigentlich nicht mehr haben. Weil dann kommen jetzt nämlich... Und jetzt wäre ich dann von meiner juristisch wissenden Freundin wahrscheinlich gleich mit Blicken getötet, weil ich mich in Gegenden bewege, wo ich nichts dazu sagen sollte, aber es aber trotzdem tue. Dann gibt es nämlich dieses Schrems II-Urteil aus dem Juli 2020, mit dem er im Prinzip die komplette Datenübermittlung an die USA gekippt hat. Ja, so. Boing. Und nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Weil er hat schon den Safe Harbor gekippt und jetzt mit Schrems 2 ist dann eben auch der Privacy Shield gekippt und damit hat nicht einmal eine IP-Adresse, die ein personenbezogenes Datum, das besonders schützenswert ist, in die USA übermittelt zu werden. So, liebes Landesrechenzentrum Vorarlberg, wir müssen nochmal reden. Dasselbe gilt übrigens auch für Google Analytics, da gibt es mittlerweile auch eine Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde. Und auf EU-Ebene haben sie das Ganze auch schon durchexerziert und auch dort wurde schon gesagt, Google Analytics hast du nicht einzusetzen. Ja, aber das ist alles kein Problem und wir haben jetzt dann jetzt kommt dieses Transatlantic Data Privacy Framework und das da kriegt dann die USA eine Selbstverpflichtung, dass zuerst ein US-Richter anschauen muss, bevor die NSA irgendwo Daten abschnorcheln darf und tralala und das ist alles so super und ja, also das politische Statement von der von der Leyen und von Biden wurde am 25. März veröffentlicht und die Teams der US-Regierung und der Europäischen Kommission werden nun ihre Zusammenarbeit fortsetzen, um diese Vereinbarung in Rechtstexte umzusetzen, die von beiden Seiten angenommen werden müssen. Ja, da sind sie eh heuer fertig, oder? Die Frage war, wer glaubt das? Die lasse ich offen. Ich erzähle hier nur. Macht eure Schlüsse. Also die müssen angenommen werden und dann wird erst dieser neue transatlantische Datenschutzrahmen wirksam. Bis dahin gilt das, es haben keine Daten in die USA abzuwandern, außer du hast irgendwie dann spezielle Verträge, Zustimmungen, so ein Rattenschwanz an Legal. Ich hätte doch Jus studieren sollen, da kann man mehr Geld verdienen. Übrigens, none of your business freut sich über Geld. Die machen wirklich, wirklich, wirklich gute und geile Arbeit, nämlich genau dort, wo es wichtig ist, auf EU-Ebene, transnationaler Ebene, weil dort müssen wir die Policies rechtzeitig abwürgen und killen. Und das heißt, wenn ihr ein paar Euros überhaupt, schmeißt das mal so in die Richtung. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet, also es hatte nicht nur die Impfanmeldung ihre Probleme, sondern auch die Testanmeldungen. Wir kommen jetzt nochmal genauer auf das ein, was du mich vorhin gefragt hast, was ich sehr schön finde. Danke für die Frage. Es gab ja auch Österreich testet. Und dann gab es Vorarlberg testet. Jo, Google und Font Awesome. Und der Sprecher, der Simon Kampel, Pressesprecher des Landeshauptmanns Wallner, ist das noch? Ich glaube, ja. Weil das ist auf einer Formularseite üblich. Ja. Nee, ist nicht. Und Datenschutzerklärung hatten sie auf der Seite auch nicht, weil braucht man auch nicht vorgeschrieben. Ne? Font Awesome übrigens legt ein Profil an, verkauft es an Drittanbieter, trackt nach und verkauft deine Daten auch an eben seine Affiliates, dazu gehören eben Amazon Web Services, Basecamp, Google, Microsoft GitHub und noch ein paar andere. Also, wie gesagt, Schrems 2. Ja? Ja. Das heißt, alle die wissen jetzt, dass du dich für den Massentest angemeldet hast. Den meisten wird es wurscht sein, aber es gibt vielleicht Leute, denen das nicht so recht ist. Ja? Also wenn man jetzt für MFG irgendwo antritt, dann möchte man vielleicht nicht, dass alle wissen, dass man sich doch irgendwo mal testen hat lassen. Genau.
Österreich testet war im Prinzip dasselbe. Das war die Qualitätsarbeiter, wie heißen es? Datacom, na Chatoweb, na Mobilcom, na A1 Telekom, beziehungsweise deren Billigtochter A1 Digital, wo sie junge Menschen ausbeuten und geile Projekte zu niedrigsten Löhnen machen lassen. Aber funktioniert halt. Die reden halt nur mit Google. Ja, nicht so schlimm, ne? Google weiß ja fast nichts von uns. Niederösterreich testet, also die Notruf, Entschuldigung, das von der Notruf Niederösterreich GmbH gelieferte Anmeldesystem für das Land Niederösterreich hat auch ein bisschen was Google wieder gemacht, weil wir brauchen ja Maps und Karten und sonst was. Liefern eben auch brav Daten an den Google, US-Datenhändler Google. Deswegen habe ich jetzt vorhin Kärnten und Tirol durcheinander gehabt, weil bei dem Testen war Tirol nämlich super, weil wir haben keine Plattform. Super. Daten, die nicht erhoben werden, können nicht verloren gehen. Super. Ja, aber die Impfergebnisse werden dann unverschlüsselt per E-Mail geschickt. Passt schon. Weil was kann da schon hingehen? Und es soll Lösungen auf Gemeindeebene geben. Das ist so, also wenn ihr in IT-Security arbeitet, schaut dort nicht genau hin. Ja, meistens landet man dann beim Excel-File oder so irgendwo. So. Jetzt habe ich schon DSGVO ein bisschen angeschnitten. Wir haben Schrems II angeschnitten. Wir haben uns über die Landesrechenzentren und deren DSGVO-Verständnis amüsiert, hoffentlich. Und daher in der Mitte des Talks, Scheibenkleister, Audience Participation. Wann wurde die Datenschutzgrundverordnung im EU-Amtsblatt veröffentlicht? Jahreszahlen? 2015. 2006? Ja. Also, wenn es nach den Landesrechenzentren gibt, 2020, ne? 2021, so irgendwo. 2025 wird es dann aktiv. Also, ja? Also 2016, 4. März 2016 wurde es im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Nächste Frage. Nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt, wann wurde die DSGVO nach welcher Übergangsfrist angewandt? Wie viele Jahre Übergangsfrist gab es nach Veröffentlichung? Zwei? Ein Jahr? Zwei Jahre. Ja? Also 2016 wurde sie verabschiedet, Übergangsfrist Ende 2018 und 2021 sind sie auf einmal alle überrascht, dass es eine DSGVO gibt. Ja. Das Problem an der DSGVO ist und warum es von den Landesdingern so schlecht übernommen wird, ist, unser Datenschutzgesetz hat leider diesen Paragraphen 30 drin, dass gegen Behörden und öffentliche Stellen, also alles, was irgendwie so öffentlich nahe ist, keine Geldbußen verhängt werden können. Ich meine, ich verstehe es irgendwo, weil wir zahlen mit dem Steuergeld dann Strafen, die dann wieder im staatlichen Rahmen verwendet werden. Ja. Ja, nicht ordentlich. Die Frage war, der Punkt war, dass, wer war es? Man kann auch öffentliche Stellen strafen. Ja, man kann auch öffentliche Stellen. Es geht aber hier konkret, also die Frage war, es gibt Möglichkeiten und Optionen, öffentliche Stellen zu strafen, ja, aber nicht über die DSGVO. In deinem Beispiel, das du gebracht hast, war es eine Ausschreibungsverfehlung. Dafür gelten andere Paragraphen. Bitte fragt an Juristen, welche. Und da gibt es dann halt auch. Nein, es war nicht das Unternehmen betroffen, sondern die Behörde wurde gestraft. Bei Ausschreibungen geht es um Behörden mit Behörden mit Unternehmen. Da geht es um Behörden mit Bürgerinnen und Bürgern. Da braucht man nicht Strafen. Ne? Oder ich weiß nicht. Jedenfalls, apropos Strafen, die WKO hat sich übrigens sehr darüber gefreut, dass Beraten statt Strafen nach Einführung der DSGVO dann quasi gebracht wurde und sie das quasi als auch ihre Errungenschaft gefeiert haben. Ne? Weil nein, ist alles nichts Neues. Alles, was ich dir erzähle, ist nichts Neues. Lerneffekt hier, ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen schneller. Es gibt Alternativen zu Recapture. Wir brauchen auch hier wieder Inhouse-Kompetenz. Man sollte auf diese dann auch hören.
können wir eventuell über Austrian Digital Service reden. Eigenes Personal ist besser als Consultants und Mietkräfte. Und wenn man Personalmangel hat, ja, dann lasst euch einmal was einfallen. Nein, es sind nicht 5 Minuten. Geh weg. Gut. Österreich testet hatte auch noch andere Probleme. Es hatte kein Impressum. Die Webseite war nicht erreichbar. Eine DDoS-Attacke soll schuld daran gewesen sein beim Launch. Und für die E-Mails, die sie versendet haben, waren DKIM, DMARC oder SPF, was man heutzutage braucht, um über die Spamfilter überhaupt einmal irgendwie drüber zu kommen, nicht gesetzt. Keines! None! Nicht mal SPF! Nicht mal SPF! Dazu kam dann, dass Nutzer, die sich angemeldet hatten, Bestätigungsmails mit Daten von fremden Personen bekommen haben. 800 Fälle, also eh nix. Ne? Das Ganze hat 800 Datensätze verloren, 456.000 Euro Steuergeld Implementierung, 190.000 pro Euro Betrieb. Yeah, billig. Jo, Projektmanagement, was ist das? Agile, ja, kennen wir schon. Liebe Developer und Middle Management, lernt Nein zu sagen. Und eigentlich sollte die Politik nicht definieren, ob Code jetzt fertig ist oder nicht. Ne? So. It compiles, ship it. Und übrigens, ich definiere jetzt einfach ganz frei, weil ich so frech bin, Lyra's Law. Wenn eine Webseite laut Pressestelle wegen einer DDoS-Attacke down ist, lag es meistens an der fehlenden Skalierbarkeit der Lösung und nicht an einer Attacke. Anderes Beispiel aus der letzten Zeit, Undank ist der Weltlohn. Wir hatten den wunderbaren Webentwickler Göckern, der bei Österreich testet eine Sicherheitslücke entdeckt hatte. Die Apotheken konnten auf Daten zugreifen von Personen. Das heißt, wer Zugriff auf die Apothekensoftware hatte, konnte Name, Adresse etc. von 100.000 Menschen in ganz Österreich abrufen. Er hat alles richtig gemacht, er hat Responsible Disclosure gemacht, hat sich an die entsprechenden Stellen gewendet. Und dort haben die Manager dann natürlich sofort gesagt, da müssen wir sofort aktiv werden, diese Person muss entlassen werden und die Apotheke wird gesperrt für den Zugriff. This is not how the responsible disclosure should work. Und seinen Job hat er dafür auch noch verloren. Also, und das Schönste ist dann, es handelte sich nicht um eine Sicherheitslücke, sondern um eine widerrechtliche Verwendung interner Dokumentationssysteme einer einzelnen Apotheke. Ich glaube, das fällt unter Secure by Definition, ne? Heißt das, ist da der Fachbegriff. Also, hier Lerneffekte, Security sollte auch gegenüber internen Angreifern funktionieren, Security in Depth, nicht Security by Contract. Und das ganze Thema Responsible Disclosure werden wir auch noch ein bisschen üben. Genau, es ist nicht unsicher. Nein, es ist nicht unsicher, es ist nur falsch verwendet worden. Genau das, ja, auf das läuft es hinaus. Das kam aus dem Publikum gerade. So, ich muss jetzt wirklich anzahlen. Gebt sie mir noch ein paar Minuten, bitte. Passwort, welches Passwort? Da gab es dann die lustige HG LabTruck, die Client-Side-Zertifikate ohne Passphrase verwendet hat, die dann natürlich fröhlich herumkopiert wurden und auf einmal hatten ganz viele Menschen Zugriff auf Corona-Tests und Corona-Daten und konnten da auch im EMS Daten ändern, konnten also zum Beispiel nicht nur positive Corona-Tests eintragen, sondern auch Personen andere meldepflichtigen Erkrankungen wie Syphilis oder Tripper-Anhängern. What could possibly go wrong? Dazu braucht man nur den Namen und das Geburtsdatum. Den Rest der Daten holt man sich aus dem ZMR, inklusive der Daten von Personen, die im ZMR gesperrt waren, also Politikerinnen, Richterinnen, Prominente etc., wo man eigentlich nicht auf die Wohndaten zugreifen dürfte. Jo, passwordless funktioniert anders. Wenn man Zertifikate ausgibt, sollte man den Prozess im Griff haben. Und softwarebasierte Client-Zertifikate, glaubt es mir, ich habe es lang genug damit gearbeitet, will man eigentlich nicht. Da gab es dann noch die Geschichte, sie haben dann die Zertifikate und den Daten Dritten gegeben in Excel-Listen, damit die dann von zu Hause, vom Privat-PC diese gesundheitsrelevanten, personenbezogenen Daten vom Privat-PC mit dem kopierten Softwarezertifikat ins EMS eintragen. Ich meine, abgesehen davon, dass ein Prozess kaputt ist, sobald Excel im Spiel ist, Alter, mir ist nur noch einer eingefallen, weil da ist so viel kaputt. Da. Kommerzielle Hacker-Software, ja, wollen wir doch alle haben.
Ja, mehr Hackersoftware. Anmeldeplattform gehackt in Salzburg. Für die Testanmeldung muss man ein paar Daten angeben. Dafür wird ein Laufzettel generiert mit einem eindeutigen Identifier, mit dem dann der Mensch herumläuft. Der Identifier war ein aufsteigender Barcode. Also das ist noch das Zitat. Ja? Also der Pressesprecher hat gesagt, das ist ein aufsteigender Barcode und die rechtswidrig eingesetzte Software hat das erkannt und hat eigentlich diesen fortlaufend nummerierenden ID-Kenner einfach hinaufgezählt. Sprich, ja, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Rechtswidrig eingesetzte Software von einer Person, die profunde IT-Kenntnisse und kommerzielle Software hatte. Wir haben dann den Gag gemacht, diese kommerzielle Software plus Screenshot passt in einen Tweet hinein. Und weil es professionell ist, habe ich das Ganze dann in PowerShell gemacht, weil für BashScript kann man ja kein Geld verlangen. Das ganze Thema mit den laufenden Nummern ist übrigens ein gelöstes Problem, da gibt es eine RFC für. Ja? Hier in dem Fall, ich hätte gerne ein bisschen einen besseren Journalismus. Datenleck hinterfragen wäre irgendwie schön und eine fortlaufende Nummer als Hackerangriff zu bezeichnen, also eine fortlaufende Nummer hochzuzählen als Hackerangriff, das sollte eigentlich nirgends mehr stehen. Ich meine, dazu kommt No Monitoring, No Problems, kennen wir auch alle. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wer hinter den Downloads stehen könnte, steht bislang noch nicht fest. Wir haben keine Logs. Also ich meine, DSGVO-mäßig super. Ein bisschen Balance wäre vielleicht gut. Das Ganze zwischen dem 14., also quasi zwischen 14. und 15. Jänner, das heißt, es ist über einen Tag niemandem aufgefallen, dass da jemand hochfrequent immer die gleiche Uhr war. Ja. Aber nicht nur im Cyberspace ist das Ganze ein Problem, man kann das Ganze auch physisch machen, das hatten wir in Wien, Passwörter am Tisch, ne? Passwortliste neben meinem Laptop. Triviales Passwortschema, User 1, User 2, Test User 1, Test User 2, Test User 3. Passwörter enthalten den Benutzernamen und noch ein paar Sonderzeichen dazu, aber ansonsten Test User 1, Test User 2, Test User 3. Das System war oder ist im Internet verfügbar gewesen. What could possibly go wrong? Und USB-Sticks waren anschließbar. Andere von Herrn Kerkhoff, wir kennen das Kerkhoffsche Prinzip, ne? Ein System sollte nicht von einem Geheimnis abhängig sein, jetzt abgesehen vom Private Key. Das heißt, die Ausrede, ja, aber die Url kennen ja nur ein paar Leute. Jo, eh. Sicherheit, wenn du stark fluktuierende Mitarbeiterzahlen hast, brauchst du andere Konzepte. Security for Obscurity funktioniert nicht. Warum die USB-Dinger vielleicht so ein Problem sind, das ist ein sogenannter USB-Killer. Der lädt sich über USB selber auf und schickt dann 220 Volt auf die USB-Schnittstelle. Hackerangriff! In Salzburg und Niederösterreich ist es zu Problemen mit den Auswertungen von PCR-Tests gekommen. Der Grund war ein Hackerangriff auf das Salzburger Testlabor, ausgerechnet am Starttag der flächenden 2G-Regelung. Also es konnte ja niemand damit rechnen, dass am Starttag der flächendeckenden 2G-Regelung Leute Testresults abrufen wollen. Ne? Ich meine, das muss ein Hacker gewesen sein, weil Anders gibt es das ja nicht. Ne? Dass es eine DOS-Attacke war, ja gut, gegen DOS-Attacken kann man sich eigentlich wehren und da meistens hilft Windows drüber spielen, aber. Und es ist natürlich, dass Hacker jetzt hier die Situation nutzen, meine potenzielle Kunden, sprich die Leute, die Tests abgerufen haben, als Hacker zu bezeichnen, ja, kann man schon machen. Ne? Auch hier wieder IT-Grundwissen in den Chronik-Redaktionen wäre mittlerweile wirklich super. Was habe ich noch? Ein paar Quickies. Techniker ist informiert. Ein Computerspezialist wurde gerufen, um die Fehler in der Datenbank zu fixen. Ja, kann man machen, der Arme. Es gab dann noch diese lustige Geschichte, dass sie bevor die EU-Geschichte kam mit dem grünen Pass, wir da was Eigenes probiert haben, was sie mit der E-Card und einer laufend fortgehenden Nummer kombinieren wollten, was dann nicht gut funktioniert hat. Da ging es um ein Thema,
Sozialversicherungsnummer als eindeutiger Identifier und die Sozialversicherungsnummer beinhaltet immer das korrekte Geburtsdatum. Nein, don't. Gästeregistrierung war auch so ein Fehlthema. Da hat es die WKO ausnahmsweise richtig gemacht. Man beachte hier den Schneidpunkt. Für jeden Kunden ein eigener Zettel, die kann man in ein Kuvert stecken, nach 4 Wochen verbrennen, danke, Thema erledigt. Super Lösung. Low-Tech funktioniert. Muss ich die WKO wirklich mal loben? War gut. Dann gab es natürlich die Lösung vom Herrn Schröcksnadel von der Ferratel. Die brauchte keine App und kein Internet. Lief aber am Handy. Und über Covid-19 hinaus weitere Anwendungsmöglichkeiten, da kommen wir gleich noch dazu. Dann gab es EVIT.at, die Gastrogästeliste, kein Impressum, keine Datenschutzerklärung. Und sie haben dann 4 Ad-Tracker, Third-Party-Cookies, Monitoring Keystrokes, also sprich Tastatur mitlesen, Facebook-Tracking und Google Analytics drinnen gehabt. Also in Wien war das so, dass du die Daten eigentlich nicht für was anderes verwenden konntest, ne, durftest. Also schade, dass das niemand bei der DSB gemeldet hat, aber man hat eh keine Auswirkungen in Österreich. Dann gab es noch die Tracy-Lösung, das kann man jetzt vielleicht am Beamer nicht so gut sehen, ich hole das nochmal näher. Dann gab es Covid-Radar, der hat dann irgendwie Zertifikatsprobleme gehabt. Und wenn man jetzt drauf schaut, ist es ein Zahlenratespiel. Was? Also ich finde, so wenn man sich so die Politik anschaut und so, pff, ja. ID Austria ist natürlich auch so ein Ding. Wir haben seit dem Frühjahr 2021 einen digitalen Führerschein, habt ihr eh schon alle gemerkt. Ne? Wir haben das digitale Amt, bei dem du dich nicht anmelden kannst, weil dauernd ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Also so spanische Inquisition kommt rein. Ne? Die ID Österreich löst im Sommer die Handysignatur ab. Ja, 2020 war das eigentlich geplant. ID Austria, EID, EIDAS, die Electronic Identification Authentication and Trust Services, brauchen verpflichtend Biometrie, was in gewissen Use Cases vielleicht dann, will man aber keine Biometrie am Handy haben. Ne? Also es gibt Bürgerrechtsorganisationen in den USA, die das ganz explizit ablehnen und ablösen. Wir haben weiterhin E-Signature in dem ganzen EID-Zeug drinnen. Ja? Das heißt, EIDAS beinhaltet alles, was wir jetzt schon von der Handysignatur kennen, qualifizierte Signatur etc., das bleibt alles gleich. Sogar die A-Trust sagt so, im Prinzip, wenn du nicht die zusätzlichen Features nutzt, ändert sich für nichts, trotzdem lösen wir ab. Wenn wir schon bei A-Trust sind, also A-Trust hat sich mit rumbekleckert, ja, hat publiziert ein bisschen Daten von ein paar Leuten und wir erinnern uns 2015, wo ihnen das Root-Zertifikat überraschend abgelaufen ist. Ja, gefunden habe ich das Logo auf dem E-Government Schnittstellenbasisfunktionendienst, wollte ich mal anschauen, hat göttliche Dinge aus dem Jahre 2011 drinnen. Das ist ein Zufall, den habe ich noch. Einen habe ich noch, das Hotel zum 4. Mal, das ist mein Lieblingsding, aber das skippe ich jetzt. Was können wir machen? Wir brauchen einen besseren Journalismus. Wir brauchen Inhousing statt der Beratertreppe. Die Lilith Wittmann hat da ganz einen sensationellen Text geschrieben. Bitte lesen, lernen, leben danach. Agile ist nicht das mit dem Hund. Ja? Und nur wenn man jetzt das wöchentliche Abteilungsmeeting auf Stand-up umbenennt, ist man nicht Agile. Ist so. Trust me. Wir brauchen bessere und IT-Sec in allen Bereichen des Governments, des Developments, des Deployments, überall. Wenn ein Prozess Excellence hält, bitte baut den Prozess neu. Brauchen wir vielleicht ein Austrian Digital Services? Und schlussendlich, wir brauchen mehr ITler. Ja? Und da ist jetzt hier die Politik gefragt. Wir haben eine bundesweite Mangelberufliste 2022. All das, was wir hier machen, steht auf der Liste drauf. Wir brauchen mehr Menschen. Und die TU hat irgendwie 670 Studienplätze, TU Wien, für Informatik. Das passt nicht zusammen. Politik ist gefragt. In diesem Sinne, herzlichen Dank für eure Zeit. Ich habe schwach überzogen. Dankeschön.